So, hallo, wir machen weiter bei Studies of a Broken Engine und sind jetzt hier in diesem Abschnitt angekommen. Letztes Mal haben wir viel mit Robs zu tun gehabt. Ja, vor allem haben wir viel mit Robs zu tun gehabt. Sag bitte, da kommt eine Coinsnack raus, ne? Okay, nein. Das ist schon mal gut. Selbst für den Coinsnacks kommen wir noch. Das war klar. Okay. Dann brauche ich das Ding wahrscheinlich eher, um irgendwie den Koopa da immer wieder neu zu, weiß ich nicht, bingsen. Ich meine, ich kann jetzt erstmal den so, und dann kann ich das dann da oben auslösen und dann weiß ich nicht. Weg. Schlecht. Ach so, der will zu dem Yoshi hin, der Pilz. Aha. Okay. Na gut, ich kann den Koopa ja auch hier drüben treffen. So. Ich schätze es nicht gut, dass der stirbt, aber ich kann jetzt erstmal rumprobieren. Nein. In welche Richtung springen Pilze? Ach so, kann ich das direkt beeinflussen? Aber wofür ist dann der Notenblock da? Nee, also aus dem Block kommen sie, fahren sie immer nach rechts, aber. Ach so. Springen tun sie immer. Verstanden. Bringen tun sie immer weg vom Nahen. Oh, das ist. Das haut nicht hin. Oh, das haut nicht hin. Das ist aber ärgerlich. Da hat der Ersteller wohl nicht aufgepasst. Also es reicht zumindest nicht. Ja, schade. Hat der Ersteller wohl nicht aufgepasst. Scheiß Hack. Will einen anderen. Also mal davon abgesehen, dass ich noch nicht weiß, wie das mit dem funktioniert. Ich weiß auch noch nicht, wie ich zu Yoshi rüberkomme. Also ich wäre ja klein. Das ist eine Trivialität. Ist es einfach ein Shelljump oder was? Also wäre es. Kannst du den Shelljump probieren? Aber das, der fühlt, also der kommt mir nicht wirklich. Oh, okay, der kommt mir vielleicht doch möglich vor. Vielleicht. Aber ja, vielleicht sollte ich ihn mal probieren, um zu wissen, ob es funktioniert. Ah. Aber es müsste eigentlich, ja doch, es müsste eigentlich. Ah, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihn zu machen. Alle sind nicht das, was du gerade machst. Wie verschiedene gibt es, alle sind nicht das, was ich gerade mache. Ja, gut. Ja, das ist richtig. Es gibt verschiedene, aber keine von denen ist das, was du gerade machst. Also, das, was du machst... Aber das, was ich mache, ist auch eine der Möglichkeiten. Ja, sagst du so, aber... Das ist nicht so offensichtlich, dass es eine der Möglichkeiten ist. Das musst du erst nachweisen. Ah, okay. Nachweis erfüllt. Nachweis gelungen. Also keine Ahnung, okay. So, aber jetzt müssen wir erstmal irgendwie dafür sorgen, dass der Pilz... muss ich duplizieren? Würde dir das helfen? Ja. Dann tu es doch einfach. Stopp. Okay, also dann hier. Ach so, aber das muss ich ja in dem Moment machen, wo der Pilz kommt. Ah, nee, muss ich nicht. Der landet jetzt da drauf und freut sich eine Runde. Also vielleicht landet er da drauf. Wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn du ihn nicht nach oben dupliziert hättest. Ah, du meinst, er landet jetzt nicht da drauf? Das behaupte ich ja. Wir gucken mal. Aber du könntest recht haben. Man könnte, sollte meinen, du hast den Hack gebaut. Ich meine, es kann sein, dass es funktioniert. Ja? Aber du hast es ja nicht angenehmer gemacht, dadurch, dass er oben ist. Ha! Okay, es funktioniert. Einwandfrei. Naja, einwandfrei war es nicht. Du hast zwei Versuche gebraucht. So. Aber es ist in Ordnung. Sehr schön. Du hast es geschafft. Keine Beschwerden. Wofür war jetzt über Yoshi nochmal so ein unsichtbarer Block? Ich glaube irgendeine Begründung. Okay. Ach nee, ich hatte... Historische Gründe. Hat es eigentlich nicht vor, dass der gleich im nächsten Raum kommt? Ich dachte doch, zur Coinsnack kommt. Aber es muss direkt ein Glitch sein, weil ich komme sonst da oben nicht durch. Also irgendwas muss ich direkt mit der Coinsnack machen können. Kann die irgendwie den Block hier auslösen und... Wenn ja, wie? Ja, ich bin mir sicher, die Coinsnack löst durch den Block aus. Ja, aber was soll ich hier tun? Also ich habe ja effektiv nichts. Das ist nicht wahr.
du hast eine Coin Snake und Mario. Und vielleicht sogar noch was anderes. Vielleicht kann der mich da durchdrücken? Nee, kann er nicht. Kann er nicht? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Na, dann kann das wohl nicht. Also. Hä, wie soll der mich. Was? Hm? Meinst du, wie du dich ausdrückst, kann er mich da durchdrücken, aber. Ich weiß, ja, aber wie? Ja, nicht so. Ja, das merkst du ja. Ist richtig. Ja. Dann probier's mal anders. Definiere anders. Von weiter links. So ein bisschen in die Plattform reinspringen. Während sie zu dir kommt. Wenn sie zu mir kommt, okay. Oha. Ja, den Kollegen brauchst du nicht. Der ist dann nur da, um. Damit die Plattform halt ein bisschen schöner aussieht. What the heck? Ah ja, guck mal, da hattest du es ja fast. Jetzt musst du nur noch nicht sterben. Wieso darf es das? Warum ist SMW so kaputt? Ich glaube, du läufst zu früh los. Ich glaube, du läufst zu früh los. Hä? Okay. Ach, oder ich mache einfach keinen Spin-Jump. Ja, jetzt hast du ein kleines Problem. There is an invisible mushroom hidden within the block below you. Gib her. Okay. Wie kriege ich den? Ich meine, der Pilz ist nicht das Problem, den kommst du schon ran. Ja. Okay. Ist ja ein klassisches Imperium. Was ist dann das Hindernis Problem? Gewesen. Ich muss doch zum Problem kommen wir noch. Okay. Ich müsste jetzt genauso zurückkommen, wie ich hingekommen bin. Nee. Wieso die Plattform ist ja nicht. Die Plattform ist ja nicht zentriert bezüglich der Wand. Ah, das geht nur one way, oder was? Das heißt, prinzipiell ist die Situation asymmetrisch, das heißt, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es in die andere Richtung auch klappt. Ne, ich habe ja nicht verstanden, warum es geht. Also, okay, das lag dann an der Situation, an der Plattform. Ich meine, die Situation ist asymmetrisch. Also, es ist. Ist halt so. Okay, also geht's nicht. Es kann sein, dass es in die andere Richtung klappt. Also muss ich die erst auslösen, die Coinstick, und dann den Peacewitch holen. Ja, genau. Jetzt musst du dir halt nur noch einmal vorher überlegen, wo du sie eigentlich hinhaben willst. Naja, ich will sie so, dass ich hier durch die Röhre laufen kann. Okay, dann mach das. Aber ich weiß noch nicht. Ich muss mich da irgendwie dann durchdrücken oder was? Durch Switch drücken oder so? Ach, ich will sie unter der Röhre haben. Ja. Dann mach mal. Aua. Hat man aber kommen sehen. Also, irgendwie. So. Fühlt sich das richtig an? Keine Ahnung. Wenn wir feststellen, wenn ich groß geworden bin. Das ist schon mal eine gute Einstellung. Musst du es nur schaffen, durch die Wand durchzukommen. Aber du hast es ja schon einmal geschafft. Das ist richtig. Böse Zungen würden behaupten, das war Glück. Ich muss erstmal wieder das Timing rausfinden, was ich tun muss. Und ist irgendwie so angesprungen, als es da war. Ach komm schon. Wenn ich wenigstens wieder sterben würde in der Wand, hätte ich ja schon mal Teilerfolg. Was habe ich denn anders gemacht vorhin? Zumindest habe ich es doch da geschafft, immer zu sterben. Hä? Jetzt habe ich es komplett verlernt. Was? Das war ärgerlich. Ach! Sehr schön. Vielleicht der Glitch auch einfach. Ah, oh, schade. Ja, der Glitch geht nicht, nachdem man den Coinsnake ausgelöst hast.
So, wie kriege ich jetzt den Pilz hier raus? Dann hast du es geschafft. Wie kriege ich jetzt den Pilz hier raus? Muss ich damit nur wieder so rumspielen und irgendwann kommt der Pilz oder was ist da los? Ja, ja. Das ist stabil. Ein Feriehindernis. Ja gut, dann haben wir es doch jetzt. Ja, es muss nur noch in die Röhre reinkommen. Ja, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wie gesagt. Okay, so. Was ist jetzt hier wieder los? Das sieht nicht sehr groß aus. Der Goomba hat schon mal überhaupt keine Bewandtnis. Hä? Okay. Hä? Woran sterbe ich denn da? Ach, an dem, der runterfällt. Okay, der fällt mit mir. In der Tat. Musst du schwer. Ach so, ja, ich weiß, was ich tun muss. Ja. Ui. Glitschen. Scrollen. Glitschen. Naja, du musst glitschen. Jetzt muss ich aber dann irgendwie den Sprung so erwischen. Oh Gott. Ja, okay. Ja, und jetzt geht's doch einfach in die Röhre. Okay, Goomba war irrelevant. Raum geschafft. Alles schön. Das war mal ein kurzer Raum. So. Können wir alle bitte zu kurz sein? Die meisten sind nicht viel länger, wenn du sie auf Anhieb schaffst. Ja gut. Das erklärt die Task von 12 Minuten. Okay, ich will erstmal da rüber. Welches rüber? Links oder rechts rüber? Rechts rüber. Dass ich damit irgendwo stehen kann, Hilfe. Andererseits... Ja, da kommt ein Fisch raus. Weil das war jetzt das falsche Rechts, Connor. Richtig, mit dem Fisch. Moment, wo will ich überhaupt am Ende? Ich will in die Röhre zurück, oder was? In der Tat, du willst in die Röhre. Oh. Schlecht. Ich meine, viele Alternativen gibt es in diesem Raum ja nicht. Ja, ist richtig. Gut, ich könnte halt ein P-Switch rauskommen und dann... aus dem fliegenden Block kommt ein P-Switch raus. Genau. Sehr plausibel. Ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was aus dem fliegenden Block rauskommt, das mir hilft, in die Röhre zurückzukommen. Eine Münze. Ich kann es jetzt schon mal sagen. Stabil. Aber bin ich denn zu dumm, da wieder rüberzukommen? Das ist ein Trick. Kannst etwas tun. Ich kann Weakrappen. Kannst du mit dem Cooper etwas tun? Ich meine, ich kann es auch so machen, aber dann ist die Platte, ist alles weg. Leider brauchst du die Plattform noch. Dann ist gefühlt alles weg, was ich benötige. Glaubst du, benötigst den Fisch? Nee. Okay, gut. Also nicht den da oben. So eine Sache mit einem Cooper. Conan. Ja. Die hast du in diesem Hack auch schon gemacht. Okay. Ja, was ist denn das Problem mit dem Cooper? Eigentlich ist es gar kein Problem. Ich kann ihn ja nutzen, aber... Ja. Ich sag einfach nichts mehr. Ich werde ja eh einfach ignoriert. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ach, könnte ich nicht einfach es schaffen, an der Röhre einen Wallquirlip zu machen und dann reinzulaufen? Ja, du könntest es nicht einfach schaffen. Schade. Warum nicht? Weil kein Boden unter der Röhre ist. Woran willst du denn Wallclippen? In eine andere Röhre. So. Was? Welche andere Röhre? An der Röhre. So in der... Nimmt er das nicht Conan, an? Du kannst in das obere Teil einer Röhre nicht reingehen. Schade. Das ist ein Zementblock quasi. Ach so. Schade. Na gut. Nur das untere Teil der Röhre hat Funktion. Schade. Ja, dann habe ich es jetzt schon wieder versaut. Das ist in der Tat korrekt. Aber zum Glück ist der nächste Mann schon nicht weit. Ja, aber was... Ja, es gibt da so eine Sache mit einem Cooper. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Das hast du schon gemacht. Hä? Ich kann... Ja, mein Problem ist, dass du von dem Cooper nicht nach rechts kommst. Ja. Ah?
Kronen. Oh. Ja, in der Tat, das hilft dir. Du sollst scrollen. Scroll mal einfach nach rechts, am Anfang des Raums. Ich glaube, rechts ist das Richtige. Vielleicht auch das andere rechts. Ich vergesse es immer. Das Kürzere. Ja, dann fällt dir halt. Also, dann warte ich halt. Also. Ach so, ja, und dann mache ich unten. Okay, ja, I see. Und dann ist die Röhre nicht mehr so im Weg, dabei nach rechts zu gehen. Ich verstehe. Ah. Aber alles ganz gut. Fast so, als hätte ich nachgedacht. Außer, dass ich nicht nachgedacht habe. Okay, also B muss ich drücken. Das ist durch Zufall entstanden. Wie ist denn das? War eher aus Versehen. Okay, so. So, jetzt holst du dir den Schraublock. Jetzt gucken wir mal, was in dem Notenblock drin ist. Ich hab's eigentlich schon gesagt, aber... Ach ja, eine Münze, scheiße. Aber ich meine, du kannst natürlich trotzdem mal hingehen. Oh! Oh Gott! Ich will einfach nur, dass der Dings da abprallt und ich dann, oder was? Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Kann ich über den Spinjump in die Röhre? Nein. Der ist ja noch überall explodiert. Was ist da jetzt passiert? Hä? Hey, was passiert, wenn ich den treffe? Ja, so wie gesagt, also, das ist so ein geflügelter Coinblock. Wenn du den triffst, dann macht er halt ein bisschen Sprite 0 kaputt. Sprite Slot 0 kaputt. Ist mir aufgefallen. Kannst du mal raten, was ein Sprite Slot 0 gerade ist? Der Fisch da oben. Selbstverständlich ist es der Fisch, nicht etwa irgendwas anderes. Oder dieses Ding da halt. Und das geht halt kaputt. Ja, hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Was willst du denn machen? In die Röhre. Und wo ist das Problem? Da heißt nichts, um in die Röhre zu laufen. Ja, aber da war doch gerade was. Wieder war was. Ja, ich meine, du kannst ja mal... Guck mal, da ist oh mein was. Gott, direkt was? Unter der Röhre. Direkt unter der Röhre, da war doch so gerade so... So ein Stück Plattform, was da plötzlich war. What the heck? Einfach Feuerwerk. Feuerwerk, auf dem man laufen kann. Andere Leute würden das Springboard nennen. Ja, das Springboard verteilt sich so ein bisschen wie so ein Atom und dann... Ja, das ist das, was hier passiert, ist natürlich die... das Springboard wird einfach sehr erwärmt und dann bewegen sich die einzelnen Partikel des Springboards halt sehr schnell. What the heck? Die Entropie wird einfach sehr groß. Alter, was ist das denn für eine wilde Geschichte? Ja, das hat Biop damals 2015 rausgefunden, aber wusste nicht wieso. Und dann habe ich es, naja, 6 Jahre später reproduzieren können. Und dann habe ich es in diesen Hack gepackt. Bist verrückt. Dafür ist dann der Fisch wahrscheinlich notwendig, der hier drüben startet, oder ist... Ja, der Fischblock jetzt Slot 1. Ja, siehst du? Oder Slot 4. Oder irgendeinen anderen. Dafür ist der Fisch da oben, der einen anderen Slot hat blockiert, sodass das Ding auf jeden Fall im Slot 0 landet. Ja, genau. Das ist das Ziel der ganzen Aktion. Oh Mann. Das heißt, ich kann mir eigentlich immer denken, wenn irgendwelche Sachen einfach da sind, die komplett überflüssig erscheinen, dass du irgendwelche Slots blockieren wolltest. Das ist in der Tat korrekt, ne? Ich kann ja schlecht erwarten, dass der Spieler irgendwie in einem Einscreen-Puzzle irgendwie in der Lage ist, die Slots zu manipulieren. So. Mein Gott. Verrückt. Aha. Das ist auch ein schöner Raum. Was will ich denn tun? Ich will in die Röhre da oben wahrscheinlich rein. Ja, schau, du willst in die Röhre. Krieg ein Springboard aus irgendeinem... Ich brauche einen Yoshi, aber wo krieg ich einen Yoshi her? Wahrscheinlich brauche ich keinen Yoshi. Ja, du musst in den Mod 7 gehen und dir einen Yoshi holen. Was soll mir das jetzt bringen? Ich meine, ja, er muss jetzt erstmal seine Viecher da unten hinwerfen. Ui. Aber warte, ich könnte ja mit deiner Wolke auch interagieren. Nee, kann ich nicht, weil ich ihn nicht von der Wolke kriege. Ich kill ihn nur vollständig. Doch, kriege ich ihn natürlich von der Wolke, weil da sind ja Blöcke. Ich bin dumm. Aha, der muss noch darüber. Ich bin dumm.
Okay. Ist es dann überhaupt richtig, den Pilz? Ja, keine Ahnung. Wurscht. Wahrscheinlich darf ich den erst später einsammeln oder so. Da kommt was anderes raus, wenn ich den Pilz hier vorher, den anderen... Also ich darf den nicht. Ich darf den nicht. Ich darf den nicht. Oh, Conan kombiniert. Ich darf den nicht. Tschüss. Gut. Ja, schade. Gut. Jetzt ist beinahe vorhin die falsche Stelle. Ich muss das auch noch timen. Nee, es ist viel lustiger. Also irgendwann kommen keine mehr. Ja, weil alle Sprite Slots voll sind. Und dann kommt hier auch nichts mehr raus. Oh. Doch. Bei Blöcke separate Sprite Slots benutzen. Ja, jetzt jubelt er mir nur noch zu. Yay! Yay! Yay. Ja, guck mal, er wirft jetzt mit einem anderen Timing die Arme hoch, siehst du das? Oh, guck mal, da oben kommen sie gleich runter. Oh, das lassen wir doch einfach so mal laufen. Aber ich will klein sein. Das wäre jetzt aber... Oh Gott. Warum funktioniert das? Oh, jetzt geht's nicht mehr. Hä? Wieso läuft jetzt nicht? Ach, sehr amüsant. Hä, der ist doch gerade immer weiter nach Dings gelaufen. Ja, das ist ja wirklich fantastisch. Ah! Der Lakito schiebt die rüber. Der Lakito schiebt den rechten Spiny und der rechte Spiny schiebt den linken Spiny. Aber es reicht nicht. Aber er schiebt sie nicht weiter, weil du ihn nicht weiter nach links lotsen kannst. Ach, das ist ja großartig. Das ist ja fantastisch. Oh! Nice. Was? Ich hätte da oben echt einfach komplett zumachen sollen. Ist ja ärgerlich. Nice. So. Hilfe! Lass mich in Ruhe. Was mache ich jetzt? Jetzt schmeiße ich dich von deiner Wolke. Und jetzt? Keine Ahnung. Wie komme ich da ran? Also wäre theoretisch noch alles okay jetzt? Ich glaube schon, ja. Aber wie komme ich jetzt an die Sachen daran? Ja, einfach hingehst. Oh lol, ist dein Ernst? Die klassische, wir gehen unter dem Boden durch? Okay. Nee! Da bist du wohl zu lange sinnlos rumgeflogen. Sehr ärgerlich. Ich will doch nur rausfinden, was in dem Block drin ist. Entweder Feder oder Blut. Es kann eigentlich nur eine Feder sein, aber. Ich wüsste nicht, was die mir bringt. Aber wirklich sehr ärgerlich, dass die Wolke jetzt schon weggeht. Ja, warte, ich arbeite ja dran. Jetzt kann ich den nicht nehmen! Oh shit. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Hättest du mal nicht alle Sprite Slots voll gemacht. Scheiße, ja, ich kann den nicht nehmen. Kannst du nochmal runterkommen, Kollege, da oben? Ist nicht mehr weit, du schaffst das. Ja. Nicht zurückschieben. Bin da. Ja, da rechts ist wohl, dass du alle Sprite Slots voll gemacht hast. Das ist aber sehr schade. Kommt jetzt nochmal runter? Na, so nicht. Okay. Ich meine, du siehst ja, welchen Halbkreis er fliegt. So, der haut jetzt ab und jetzt nehme ich den in die Hand. Schnell reagiert. Damit er dir bloß nicht nochmal die Sprites noch voll haut. Richtig. So. So. Du kannst jetzt ja den Pilz nehmen. Mann! Dich ärgern, dass du nicht schaffst, an den Pilz ranzukommen. Geht aber, glaube ich, oder? Yes. Ja, es wäre übrigens auch anders gegangen. Geh mal wieder zurück. Gleich. Da ist eine Feder drin. Okay. Oh. Aber sehr ärgerlich, dass da ein Todesblock ist. Hm. Ich kann die mir nicht einfach nehmen, ne? Nee. Ja, blöd. Das ist aber wirklich ärgerlich. Ich weiß auch nicht, was ich mit der Feder anfangen soll, to be honest. Also. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Das Springboard ist in Slot 9. Das bringt mir sehr viel. Ja, schade eigentlich.
Tja. Ja. Oh, hi. Der Kollege kommt wieder. Oh. What is... Alles gut, Con? Okay. Hä? Was ist passiert? Das schien richtig. Ja, das ist doch was ganz Normales, was da gerade passiert ist. Ich sehe ein Problem nicht. Muss ich das auf der Seite dann machen, oder was? Hallo? Er gibt dem armen Kollegen noch mal ein bisschen Zeit, sich wieder zu sammeln, um wieder wiederzukommen. Ja. What the heck? Ich war oben. Aber wie bleib ich oben? Achso, wahrscheinlich muss ich einfach... oben bleiben. Ich muss die Röhre rein, oder? Ich muss nur in die Röhre. Kann dir doch egal sein, wie lange du da oben bleibst. Ein Frame reicht, du musst nur in die Röhre. Ja, tu. Okay, wir machen das nochmal neu. Bis du da mal vernünftig kommst. Jetzt. Jetzt kommt der Perfekt. Marcon, bist du... Wenn du dann nach oben gewirbelt wirst, bist du da tendenziell eher unter oder über der Röhre? Unter, glaube ich. Ah, warum drückst du dann nach unten, um in die Röhre reinzugehen? So wie ich das kenne, wenn man unter einer Röhre ist, drückt man nach oben. Okay. Yo! Das war ein verrückter Raum. Gut, aber ich meine, ansonsten wäre es doch ganz normal. Also ist es sogar gedacht, dass der den voll macht, den Sprite-Dings oder was? Nö. Aber was ich jetzt zum Schluss gemacht habe, war schon richtig. Ja, klar. Und wie kriegt man das normal hin? Ach, automatisch, dass dadurch, dass das Springboard in diesem Slot ist, macht er das immer, oder wie? Ja, das Springboard ist in Slot 9. Das heißt, es war gar nicht relevant, dass die Spinies da oben rumlaufen? Nö. Ah, okay. Es ist nur wichtig, dass das Springboard in Slot 9 ist und dass du einen Lakitu Cape spinnst. Ja, interessant. Und normal hätte er halt einfach den da drauf werfen sollen. Einfach passend. Also habe ich eigentlich jetzt sogar mehr geglitscht als nötig. Ja, das, so war das ganz bestimmt gedacht. Willst du nicht vielleicht den Part beenden? Wir sind gerade mal bei 27 Minuten, also sehe ich jetzt noch nicht. Ich dachte so lustig thematisch, immer eine Welt pro. Ja, aber Part. So 40 Minuten Part würde ich schon weiter fühlen. Also ich gebe dir gerade die Option, mehr Videos mit weniger Arbeit zu generieren, aber. Ja, wir haben. Ich weiß, aber wir haben jetzt gerade schon. Also. Ja. Muss irgendwie hier mich durchdrücken lassen wieder, ne? Jetzt kommt er halt nicht mehr runter. Das ist das Problem. Will sich da durchdrücken lassen. Aber ich brauche ihn auch weiterhin. Ich darf ihn nicht killen. Ja, dann kill ihn halt nicht. Findest du die Musik eigentlich bis jetzt in dem Hack? Gut. Das ist doch schön. Man kann ja auch so ein bisschen mal über die Präsentation des Hacks reden, so. Ja. Palettenmusik. Wie komme ich jetzt da? Nee, ich will dich nicht killen. Objekte in Level. Ja. Ist ja schade, dass immer so auf die Glitches fokussiert wird. Ja. Dabei diese ganzen Spinnennester zum Beispiel, die helfen gar nicht mit den Glitches. Wirklich? Ah! Ja. Ja. Okay, aber wie kriege ich jetzt reine Dekoration. Aber wie kriege ich das jetzt hin, dass er mich nicht killt? Frag ihn doch mal nett. Der antwortet nicht, der kann nicht reden. Was? Der hat doch sogar einen Mund. Ja, trotzdem kann der halt nicht reden. Das heißt doch nix. Das war zwar nicht, was ich gedacht habe, aber es funktioniert. Hast du wohl ja einfach einen Glitch ausgelöst. Sehr schön. So. Ganz aus Versehen. Es wird aber nicht leichter.
ja auch komisch, wenn die Schwierigkeitskurve des Hacks darin bestehen würde, leichter zu werden. So, stopp. Komm ich da durch? Also du kommst da durch. Aber im Prinzip ist mehr Geschwindigkeit bei dieser Art von Sprüngen keine schlechte Idee. Ja, ich arbeite. Ja, das sieht doch schon besser aus. Arbeite dran. Nice. So. War schön, ich muss noch in die Tür rein, dann hast du schon den Raum wieder geschafft. Ist einfach ein Traum, wie das hier alles funktioniert, ne? Verarsch mich nicht. Ich meine, ich kann ihn noch ein bisschen weiter nach unten setzen, sollte es jetzt nicht klappen. Aber es sieht schon passend aus! Passt. Nice. Okay. Ich muss ja in dem Raum nicht mal was sagen, schaffst einfach durch. Halt, stopp! Ich komm nicht mehr hoch. Ah, warte, will ich gar nicht. Ist nicht? Willst gar nicht mal hoch. Ich will eigentlich nur zur Tür. In der Tat, du willst zur Tür. Oh je, Mini, ich glaube, das, was du probierst, ist zum Scheitern verurteilt. Okay. Na gut. Dann gehen wir halt wieder hoch. Aber ich muss doch einfach nur hier jetzt... Scheiße. Na, ah, ich kann nicht da drin landen. Ich verstehe schon. Der rutscht durch. Problem? Der rutscht durch. Ich sehe das Problem. So, jetzt muss ich hier irgendwie hochkommen. Bleib mal einfach da oben in der Lücke und denk mal nach. Ja, ist ja immer gut, wenn man nachdenkt, bevor man spielt. Gerade in so einem etwas puzzeliger, glitschiger, angehauchten Level. Ja, ich komme nicht da durch. Ja. Genau. Und wie bist du bis jetzt immer durch die Decken gekommen? Ich bin da ja nur nach unten gekommen, nicht nach oben. Das ist nicht wahr, du bist bereits schon einmal nach oben. Stimmt, gekommen. Aber da war über mir noch eine zusätzliche Lücke und nicht direkt das Ding. Aha, was ist also das Problem? Dass über mir keine Lücke ist. Genau, wenn du springst, dann trifft dich die Decke. Und wenn dich die Decke trifft, dann berührst du nicht das Loch. Ich muss wieder klein sein. Nein. Okay. Wenn du klein wärst, würdest du immer noch die Decke treffen. Das wäre ja auch ärgerlich. Aber ich meine, es gibt ja einen Weg, das Loch zu berühren, ohne zu springen. Ja, das oben. Indem ich halt hoch oben groß bin. Oho. Ach so. Aber wenn es jetzt noch so eine Möglichkeit gäbe, aufzustehen und gleichzeitig zu springen, so mit einem einzigen Knopf. Mit? Aufzustehen und zu springen mit einem Knopf. Ah, mit einem Knopf. Es gibt einen Knopf, den kannst du in diesem Spiel drücken, dann springst du und stehst auf gleichzeitig. Ganz verrückt. Solltest vielleicht aber das Loch berühren. Hui. Ja, aber aber ich muss dir gleichzeitig nach unten loslassen, also nicht nur den Knopf drücken. Du hättest anders finjumpen können. Okay. Damit stehst du doch automatisch auf. Oder hast du schon mal einen gedruckten Mario Spinjumpen sehen? Ja, nee. Ja, gut. Ich finde das lustig, wie du einfach den normalen Sprung gemacht hast, aber es direkt geschafft hast. Sehr amüsant. Gut. Oh, das ist nice. Ich glaube, es ist nicht so nice, wie du denkst.
Warum? Ah, dann spiel's halt. Also ich sehe, okay. Ah, ist okay. Ich sehe dich in noch ein paar Minuten. Oh shit. Aber wenn du jetzt noch beide Springboards hättest. Ach so. Ja, gut, da fehlt dann wohl ein Springboard. Also mit drei Springboards wäre der Raum einfach. Also brauche ich beide. Fehlt wohl eins. Okay. Komm, wir geht's halt mal hoch erstmal, Kollege. So. Jetzt will ich, dass das auch oben ist und ich aber auch. Es gab doch irgend so einen Glitch, dass man das mitgenommen hat nach dem Sprung. Ging das denn? Ist das der Glitch, den du hier willst? Nö. Okay, schade. Halt, stopp, warte, was ist der Glitch, den ich will? Na, ich dachte, ich kann irgendwie jetzt auf das Springboard draufspringen und es trotzdem mit nach oben mitnehmen. Ich meine, das, was du gerade probiert hast, sieht eigentlich nicht danach aus, was du gerade beschrieben hast. Okay. Also es gibt eine Methode, schade, auf einem Springboard draufzuspringen und gleichzeitig mit danach nach oben zu gehen, indem du springst und das Springboard nach oben wirfst. Und dann eine Decke triffst. Aber das kannst du hier nicht machen. Soweit ich weiß. Okay. Dann, wenn ich jetzt hier oben bin, habe ich es in dem Moment wahrscheinlich versaut. Genau. Gut. Ja. Also. Double grab mal die Springboard. Okay. Wie gesagt, seitwärts werfen ist einfach. Aber vorne hat es auch ganz gut funktioniert. Und wenn du auf die Weise versuchst, Double zu grabben, dann nimm mehr Geschwindigkeit auf. Ich hab den doch schon. Reinwirfst. Ist okay, aber nur für die Zukunft, weil du wirst in der Zukunft noch Sachen Double grabben müssen. Okay. So. Aua. Na guck mal, du standst gerade in der Wand. Wenn man in der Wand steht, kann man was machen. Springen. Ah. In der Tat. Ganz verrückt. Ah. Kann man noch die Springboards mitnehmen? What the heck? Ey, das ist tatsächlich ein bisschen trickreich. Also. Weil ich muss ja den Double Grip dann wieder erwischen. Ja, das ist nicht schwierig, wenn du es richtig machst. Okay. Also was ich dir empfehlen würde, ist, also das sah schon mal gut aus, aber was ich dir empfehlen würde, ist, wirf sie mal. Also wie du eine Shell wirfst. Ja, genau so. Oh mein Gott. Genau das. Und das machst du jetzt einfach nochmal. Dann bist du oben. What the heck? Warum darf das Spiel das? Ey, das sind zwei Springboards. Zwei Springboards drücken dich pro Frame zwei Pixel nach links. Und eine Wand drückt dich pro Frame nur einen Pixel nach rechts. Das heißt, Mario wird in die Wand gedrückt. Wer hat das gerade gemacht, verdammt? Ich mach's übrigens erst an der rechten Wand und dann in den zweiten an der linken Wand. Aber ich glaube, das ist eher ein Aberglaube, dass das besser funktionieren würde. Wobei, du machst es jetzt auch erst an der rechten und dann an der linken und das klappt auch besser. Also vielleicht ist es doch kein Aberglaube. Ah, okay, wir kriegen das hin, vielleicht. Aber wie du siehst, es geht. Yo! Sick. Oh, was? Das war sehr schnell. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du das so schnell... Also... Mal ernsthaft... Respekt, Conan. Okay. Das ist nicht so einfach. Gut, was muss ich hier tun? Soll ich den Part beenden? Willst du der Tür? Ja, ich denke, den Geisthaus-Teil machen wir jetzt noch durch. Oioioi. Das sind jetzt nur noch zwei Räume. Ja, das sind noch zwei Räume. Schaffst du. Ich weiß halt nicht, wie lang die sind. Also klar kann jetzt noch ein großer Raum kommen, aber... Jeweils ein Screen. Ja... Ich
Hä, die Räume sind alle gleich groß. Ich verstehe. Ich wüsste jetzt im Moment nicht, wofür mir er hier nützlich sein soll. Dann ist er wohl nicht nützlich. Mach den mal weg. Weil wenn du es nicht verstehst, dann kann er ja nicht nützlich sein. Hm. Oh mein Gott, das ist ein P-Switch. Ach so, das geht auf Zeit. Scheiße. Geht auf Zeit. Scheiße, das habe ich nicht realisiert. Genauso schafft man Sachen auf Zeit. Man bleibt an der Ecke hängen und springt sich dann um. Oh shit, das geht böse auf Zeit. Hey, Moment, aber... Hä? Also alles, was ich will, ist eigentlich mit dem Pilz hier zu landen. Hier. Ja. Das ist, was ich will. Du willst noch eine zweite Sache? Ja, wahrscheinlich will ich, dass er weg ist, weil er hier stört. Jein. Oder ich will halt, dass er sich nie umdreht oder keine Ahnung. Du willst, dass er genau da bleibt, wo er ist, weil du musst dich ja, nachdem du durchgedrückt bist, nochmal treffen lassen von ihm. Stimmt, ich brauche ihn ja sogar. Genau, aber du brauchst ihn an genau der Position. Weil wenn er weiter links ist, dann kannst du dich nicht mehr durchdrücken. Okay. Aber wenn er zu weit links ist, dann kannst du dich nicht mehr treffen lassen, bevor der P-Switch ausläuft. Jetzt weiß ich, wofür die Treppe da ist. Dass ich nicht in die andere Richtung gucke. Ah, ja, verstanden. Das ist ein Level, ich darf nicht nach links gucken. Ja. Wenn man übrigens genügend Tasttools anwendet, dann kommt man da auch durch, ohne das zu machen. Also, wenn man hinreichend schnell unterwegs ist, dann kann man auch den Buu komplett nach links locken und dann wieder zurücklocken und das geht alles im Zeitlimit. Ja gut, aber ich habe kein Tasttool, also ja. Aber ja. Naja, du hast Safe States und du hättest Slowdown zur Verfügung. Das ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir vorstellen. Aber wie komme ich jetzt... Ah, jetzt muss ich auf dem Schlüssel zurückrutschen. Schlüssel und rutschen ist schon mal gut, aber auf... Unter. Mit. Irgendwie. Schieben lassen. Keine Ahnung. Naja, eine der Möglichkeiten war die richtige. Ja, schieben lassen. Kriegst du hin. I see. Interessant. Okay, let's go. Ich denke, von hier aus ist der State noch okay. Dann nehme ich den hier mit, dass ich ein bisschen schneller zum Schlüssel komme. Oh. Das Problem ist jetzt halt hier... Kannst du sowohl den Spin-Job als auch den normalen Knopf benutzen. Dann hast du zwei Knöpfe, dann kannst du besser meshen. Ja. Oh, meshen mit Tastatur ist auch so eine... Aber was du da machst, ist nicht sonderlich gut. Also, du... Das Problem ist, guck mal, das Problem ist, dass du beim Notenblock abspringst und dann an die Wand gehst. Ja. Also... Ich glaube, dein ursprünglicher Gedanke, dich vom Notenblock zum Schlüssel tragen zu lassen, ist der weitaus elegantere. Das wollte ich eigentlich auch machen. Ich weiß nicht, ja, warum ich jetzt abgewichen also, bin. Ich glaube, du hast gesehen, dass du direkt den Schlüssel grabben kannst und wurdest gierig, aber das bringt dir eigentlich nicht so viel. Ja, verstehe ich. Weil, wenn du vom Schlüssel wieder zurückkommst, dann bist du automatisch und hast schon mehr Geschwindigkeit nach rechts. Und... Aber es war vielleicht nicht so gut, dich nach links zu drehen, um den Schlüssel zu holen. Oh, habe ich gestated? Ups, wollte ich nicht. Ja, siehst du. Wenn du schon ein bisschen Geschwindigkeit aufgebaut hast, ist alles angenehmer. Nein! Aber das sieht auch, also das dürfte dann eigentlich ein recht schneller Raum auch sein, oder? Ich dürfte jetzt nicht mehr allzu viele Probleme mehr haben. Außer, dass ich hier dumm bin. Aber wenn du jetzt den Schlüssel noch ein bisschen schneller geworfen hättest, dann würdest du vielleicht auch in den Zeitlimit schaffen. Ach komm, ich bewege mich einmal ganz kurz, das muss doch gehen. Ist das wirklich so exakt? Ja, so nicht. Ich bin mir sicher, du schaffst das, Cotton. Das sieht doch hervorragend aus.
Das muss doch noch gehen. Ja, mein, natürlich geht es irgendwie. Aber meistens nicht so, wie du es machst. Und denk dran, eigentlich müsstest du als Spieler jedes Mal ohne Safe-State hier wieder hinspielen. Also ja, habe ich verstanden. Der ein bisschen, naja, konsistenter funktioniert. Ja, habe ich verstanden. Als ich... Ja, ich glaube, mich im Boden durchdrücken ist prinzipiell eine Glücksstrategie, ne? Ja. Ja, nee, er ist tatsächlich zu nah dran. Wenn du wild den Knopf drückst, dann hast du bei jedem Sprung irgendwie... Vielleicht so 20% Chance. Aber du hast schon recht, er ist zu nah dran. Ja, never mind. In der Tat. Ich muss irgendwie noch rausfinden, wie ich den so werfe, dass der mich vorschiebt. Kannst du auch sagen, wenn du das willst. Aber du kannst es auch selber herausfinden. Okay. Das ist halt irgendwie so... So technischer Kram, das ist jetzt nicht super interessant. Also gibt's da tatsächlich eine bestimmte Technik, dass es funktioniert? Das heißt schon Technik, also... Das ist halt einfach eine Sache, die du machen kannst. Meinst du, also funktioniert's ja, aber es ist halt ein bisschen langsam. Ich meine, du hast da oben rechts ja so ein Stück Wand, was mehr aus der Wand rauskommt. Ja. Und wenn du das berührst, dann... fällt deine Geschwindigkeit auf 0. Na? Ja. Und jetzt landest du also einfach unten und bewegst dich nicht mehr. Bleib mal einfach, also ich meine, lande mal einfach auf dem Boden und beweg dich nicht mehr. So, und jetzt springst du. Jetzt springst du und während du nach unten fällst, wirfst du den Schlüssel einfach nach rechts. Ah. Das andere werfen. Ah, scheiße! Ja, guckst du. Und ich glaube, der State ist schlecht, weil ich glaube, du hast gerade ganz schön lange gebraucht. Weil du noch nicht wusstest, was du tun sollst. Aber wenn du weißt, was du tun sollst und es einfach tust, dann geht das alles gut. Okay. Ja, Safe States versauen einem ein bisschen das Zeitgefühl. Ach komm schon, das gibt's ja nicht. Ich meine, der State ist schon, das würdest du schon schaffen. Also, das kannst du schon schaffen. Schlüssel, weg mit dir! Auch wenn du den Schlüssel natürlich weiter so in deinen Weg wirfst. Sehr lustig. Es ist sehr lustig. Ja, das ist halt die Glückssache. Wenn ich mich direkt durchdrehen würde, dann würde es funktionieren. So. Okay. Hier ist nicht viel los. Das Geisterhaus schauen wir noch, hast du gesagt. Ja. Dann schauen wir das jetzt auch noch. Beziehungsweise hauptsächlich du eigentlich, aber naja. Ja. Ich hab's ja schon mal geschafft. Also die Plattform ist sofort weg, da kann ich gar nichts dran ändern. Das heißt, die kann mit dem Puzzle nichts zu tun haben. In der Tat. Also muss ich einfach auf dem Block erstmal landen. In der Tat. Was ich gerade schon hatte und irgendwie jetzt nicht mehr. Sag mal. So. Jetzt müssen wir einen Jump probieren. Achso, das ist schlecht. Ich hab's doch gerade gemacht. Wieso komm ich jetzt nicht mehr da drüber? Mal, Conan, dein Problem ist unter anderem, jetzt, dass er sich zu weit bewegt. So. Da hilft einfach gucken nach links. Ah. Ja, ich hab's ja, alles gut. Ja, alles. Darf ich nur nicht... Ja, passt. Muss darüber kommen. Passt. So, ui. Stopp. Und schon bist du da links. So, jetzt will ich da runter. Dass er wieder ein bisschen runterkommt. Sich beruhigt. Ah, wieder runterkommen, eine Runde. Genau, richtig. Runterkommen. Ruhig. Ui. Oh, scheiße. Er ist ungünstig. Komme ich da rum? Ich befürchte, da kommst du nicht mehr rum. Ich glaube, den habe ich mir verbaut. Ja, never mind.
könnte... Das könnte passen. Nicht zu schnell. Ganz langsam und schrittweise. Passt. Hat doch gepasst, bleibt doch stehen, sagte Kerl. Er und sprang in die Spikes. So. Dann holen wir den. Hey. Und jetzt brauche ich halt... Ja, wie geht's denn eigentlich weiter? Stopp! Ja. Stoppen! So. Ich würde mich gerne einfach runterdrücken, aber ich glaube, das geht nicht, weil es sind zwei Blöcke. Womit willst du dich eigentlich runterdrücken? Ja, eben. Also, ne, es ist ja... Da ist noch gar nichts. Ne, er ist ja da. Da kannst du ja versuchen, dich mal mit ihm runterzudrücken. Ja, ich sage ja, das geht nicht. Weiß. Also, das reicht halt nicht, weil... Oh, es geht gar nicht. Würde schon mit einem Block nicht reichen. Oh, shit. Okay, dann muss es irgendwie anders. Aber es war wahrscheinlich schlecht, dass er da oben ist. Ja, das ist ganz gut. Du willst ihn da oben haben. Okay. Ich dachte mal einfach, wie es ist. Der tut sich da oben ganz gut. Aber ich will jetzt wieder runter wahrscheinlich. Wenn du willst, zur Tür, ja. Ah, oder kann mich ja in die Wand irgendwie reinschieben. Schieben. Aha. Das klingt ja schon mal ganz gut. Dann musst du das noch machen. Oh je, nicht so, Connor. Nicht so, auf keinen Fall. Okay. Ich meine, solange er Block ist, bewegt er sich ja nicht, richtig. Richtig. Ja. Das ist eine gute Position, glaube ich. Ah! Ah, vielleicht ein bisschen näher an der Wand willst du ihn haben. Ja, aber verstanden, was du von mir willst. Ah, ich glaube, ein bisschen näher an der Wand willst du ihn haben. Oder jetzt ist ja ein bisschen näher an der Wand gewesen. Ja, nicht in der Wand. An der Wand. Okay. Nee, nicht in der Wand. Er soll die Wand nicht überlappen. Er soll die Wand nicht überlappen. Na, das ist gut. Ja, ich arbeite ja dran. Ich weiß ja nicht, wie sehr du weißt, was du tun willst. Und immer wenn ich dir zugucke, sehe ich, du weißt doch nicht so genau, was du tun willst, wie du vielleicht überzeugt bist. Ich will mich halt da durchdrücken, irgendwie. Ah. Ja, du hattest ihn eigentlich ganz nah an der Wand gerade und dann hast du ihn irgendwie weiter weglaufen lassen wieder. Ja, weil er halt auf jede Bewegung reagiert. So. Achso, jetzt überlappt er die Wand wieder. Ja, ich verstehe. Ja, das könnte gut genug sein, ich weiß es nicht. Ah, muss er wohl einen Pixel weiter links. Nice. So, aber jetzt bist du aus dem Geisterhaus raus und jetzt haben wir zwei Abschnitte geschafft in 53 Minuten. Sehr schön. Wow. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.